Meinst du, die freuen sich? Ich bin mir sicher, ob ich da zustimmen kann, aber ich werde es trotzdem tun. Alle? Die Lost, Meriwether, die willkürlichen Dorfbewohner, die komischen Druiden, die Gonk-Druiden, die Jaffas, die komischen blauen Elefantenmenschen, sämtliche Einwohner von Markep, sämtliche Einwohner von Alderaan, der eine spezifische Adlige von Alderaan. Gebe ich zu. Space Nox, der echte Nox. Die Nachbarn, irgendwelche Heretiker. Ich glaube, er hat zerstört gesagt. Aber ich bin mir sicher. Nein! Schlimmer, mir ist das Material ausgegangen. Genauso ging das gut. Hier, gut, da habe ich noch ein Stück Beton. Das reicht aber nicht, ich brauche 5. Creeper, geh weg. Tschüss! Ja, aber jetzt mag ich die Schwerkraft. Ich musste ihm kurz mal demonstrieren, was unten bedeutet. Gut, der Hund startet beim Horizont. Und mit seiner Tiefgründigkeit wendet er sich mir zu und sagt zu mir, Wuff, hast du eigentlich jemals über den Sinn des Lebens nachgedacht? Und ich sage ihm, hier, hol dieses Bällchen. Und dann dackelt er ganz glücklich ab. Fällt von der Klippe, fällt in Lava und ist tot. So wie es immer funktioniert. Das Schicksal des Hundes ereilt. Ich dachte, ich hätte das Schicksal des Hundes gesehen, aber dabei war es mein eigenes. Ich habe das Wasser zu früh wieder eingesammelt. Hey, hallo meine Erfahrungslevel. War schön, euch gehabt zu haben. Ich glaube, irgendwas über 24, 30, irgendwas im Dreh. Betonung dabei natürlich auf hatte. Das ist die Leine. Die Leine muss ich unbedingt wieder einsammeln. Komm her. Ist eine Verbesserung. Was? Ich doch nicht. Mächtig und angesehen. Gut, Bütteldasein. Ich brauche das da. Blöcke, die unten noch braun sind. Das werde ich nachher noch beenden. Das ist einfach nur gewieft. Ah, da ist die Spitzhacke.
Skillanpassung. Erstmal, nein, nicht das da. Erstmal den Helm wieder anmachen. Besser. Warum? Warum sollte so ein Pony ein Bettchen haben? Ich möchte eigentlich nicht genau wissen, worauf das hinausläuft. Aber ich würde deine Gewohnheiten nicht verurteilen. Zumindest nicht offen. Nur heimlich hinter deinem Rücken. Nicht übers Herz bringen, dir offen zu sagen, was ich denke. Wer sagt denn, dass das, was ich denke? Das ist alles doch viel gnädiger, Bermo. Viel gnädiger. Ich weiß nicht, manchmal wird es schwierig, sich selbst anzulügen, aber ich denke, ich schlage mich bisher ganz gut. Fertig. Der Nox ist fertig. Am Rücken klettert natürlich noch ein bisschen scheiße. Muss natürlich weg. Die Potatoes Enclave braucht eure Hilfe. Ja, die alle Spiele brauchen einen großen Nox. Erst recht Sea of Thieves. Scheiße, da fällt mir gerade auf. Ich habe vergessen, Aurok seine Augenklappe zu geben. Der ist noch nicht fertig. Ich muss ihm sein Auge noch rausreißen. Nox hat ja nur ein Auge. Verdammt. Das muss ich noch kurz überarbeiten. Ich wusste, irgendwas stimmte nicht. Ne, so. Hopp. Hey Nox, welches Auge fehlt dir noch gleich? Da vermute ich heute im Spiel heutzutage alles rechtshändig ist, müsste ich davon ausgehen, dass ihm das linke Auge fehlt. Also dieses hier. Tut mir leid. Eigentlich nicht, das war gelogen. Hier ist ein bisschen grauen Beton. Was soll das bedeuten, Bär? Also das übliche Let's Player 1 und 1. Alles klar.
Wollte nur sicherstellen, dass noch die Traditionen gewahrt werden. Du willst mir jetzt nicht wirklich sagen, dass es nicht wahr ist, oder? Mein Leben ist auf dieser Geschichte aufgebaut. Nicht schon wieder. Nicht auf eine. Auf alle. Welche Lüge es im Leben auch gibt, mein Leben ist darauf aufgebaut. Eine Ofenstraße. Meinst du, es gibt wirklich eine Straße, die irgendwo Ofenstraße heißt? Auf diese Lüge setze ich mein Leben. Schwerkraft existiert nicht. Das ist mein Leben. Du bist gestorben, Sturz. Und an dem Punkt erkannte ich, dass mein Leben eine Lüge war. Es gibt ja tatsächlich Leute, die nicht an Schwerkraft glauben. Meistens die gleichen Leute, die glauben, dass die Erde flach wäre. Interessanterweise sind es in Bewegungen in Amerika am vertretensten. Am meisten vertreten. Wir sind Amerika, wir machen unsere Fakten selber. Okay. Tu das. Das soll es wohl. Sachen gibt's. Mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Ah, hat geklappt. Ich bin überrascht. Es könnte schwierig werden, ihn davon überzeugt zu halten, aber es gibt Schwierigeres als das. Hier, ich gebe dir 5 Cent. Alles klar. Vorteilhaft für alle. Ich kann am Hinterkopf noch ein bisschen mehr Haar dran tun. Dort wissen wir als nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wow. Weißt du, du fängst an, sofort geht meine Schaufel kaputt. Ich glaube, er hat sich nämlich genau das gleiche gedacht. So, jetzt ist er fertig. Abgesehen von dieser Geschichte. Flieg und Sieg! Er ist geflogen, hat aber verloren. Ganz einfach. Man geht zu ihm hin und schlägt ihm ins Gesicht. Ja, Werbung. Weil ich es kann. Weil ich gut darin bin. Vielleicht, aber das ist doch der Zweck. Ich verletze gerne Menschen.
Ich habe das Gefühl, ich baue mir auf Dauer einen viel zu großen Ruf als wahnsinniger Massenmörder auf. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte so aufgefasst werden. Ich glaube, ich werde sofort geswattet werden. Kommt sofort das SEK. Das würde ich dem SEK dann auch sagen. Ja. Also ich habe sie bisher als sehr zuverlässig empfunden. Außer wenn sie sich selbst umgebracht haben, aber das zählt nicht. Also entweder sind sie zuverlässig oder sie töten sie selbst. Ja, Bermo. Die Sache ist halt, wir haben noch zu wenig Katzen, um die überall zu verteilen. Nein. Bermo. Der Nox ist fertig. Jetzt aber wirklich. Ich muss erstmal noch einen Altar dafür, noch einen Altar davor stellen. Das wird jetzt richtig schwierig. Ich glaube, nächste Lebensaufgabe ist, einen Altar für den großen Nox zu bauen. Direkt hier vor. Nein, nein, eigentlich nur eins, wenn ich drüber nachdenke, aber das kann auch ein bisschen warten. Das könnten wir. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Andesit gleich.